Josef Nieke, wir sind hier im Ruhrort auf der Mühlenweide, Ostern. Der Trödelmarkt läuft seit gestern und ich würde sagen, ist schon wieder ein Erfolg. Ja, Gott sei Dank. Wir haben ja super Osterwetter, hätte ja keiner mit gerechnet. Die Meteorologen hatten ja ganz was anderes angesagt. Samstagregen, Sonntag Schauern, bis jetzt ist ja alles einwandfrei. Herrlicher Sonnenschein, ein bisschen Wind, was auch, sagen wir mal, nötig ist, sonst wird man sich direkt schon wieder die Rübe hier verbrennen. Ja, viele Kinder, die hier trödeln. Wir haben auch wieder viele Trödler gestern schon hier vor Ort gehabt, auf der Mühlenweide. Und mein Bestreben ist ja wenig Neuwaren. Es ist uns auch dieses Mal gelungen. Im Rheinpark hatten wir nur vielleicht 2% Neuwarenhändler. Hier kommen wir vielleicht heute und gestern vielleicht auch 5%. Und so soll das auch bleiben. Wir brauchen wirklich die Trödler. Toll ist immer zu Ostern. Da haben wir Trödler mit ganz besonderen Sachen aus Baden-Württemberg, Sachsen, aus Hessen. Die kommen extra zu diesem Ostertrödelmarkt. Also schon fast Tradition jetzt, obwohl das ja noch nicht so lange ist. Ja, ja, und weil die auch so weit herkommen und anreisen, bekommen die natürlich einen Tag von mir geschenkt. Brauchen sie kein Stankelwasser, kein Stromgeld. Weil das ist mir die Sache auch wert. Jetzt ist mir aufgefallen, ich habe gerade mal so ein bisschen durchgeguckt, hier gibt es wirklich teilweise Sachen, ja, die sieht man sonst auf Trödelmärkten gar nicht. Die sind so antik, dass es sich wirklich für jeden Schnäppchenjäger, jede Schnäppchenjägerin lohnt, am Ostermontag zumindest nochmal vorbeizukommen. Auf jeden Fall. Ich habe gerade noch eine ganz tolle Zinkwanne gesehen und auch eine Zinkgießkanne. Die werde ich bei nach Schernich nachher noch käuflich erwerben und unter anderem noch eine alte Milchkanne. Okay, und Grammophone habe ich auch gesehen, gibt es hier jede Menge und solche Dinge, die man ja eigentlich gar nicht mehr kennt heutzutage. Das ist vollkommen richtig und das sind die tollen Trödler, die eben weit angereist sind, die so Schätze noch bei sich haben und auch der Verkauf von diesen lieben Leuten, die so weit angereist sind, ist ganz erfolgreich. Und wer es jetzt am Osterwochenende nicht schafft, der hat dieses Jahr trotzdem noch genug Gelegenheit, auch hier im Ruhrort zum Hafentrödelmarkt zu kommen, denn da gibt es noch jede Menge von. Auf jeden Fall, morgen haben wir ja noch geöffnet hier, von 11 bis 18 Uhr. Und vor allen Dingen, der Osterhase ist hier unterwegs, verteilt Eier an die Kinder und an die Erwachsenen. Und es ist immer wieder erquickend, wie die Leute doch diese Sache hier annehmen. Jetzt habe ich gesehen, auch Gastro 7 hat, glaube ich, heute zum ersten Mal auch in diesem Jahr auf, also gewissermaßen so eine Art Saisoneröffnung. Selbst da ist brechend voll. Da ist brechend voll. Der Fahnenmast ist wieder richtig toll beflaggt, das muss man ganz ehrlich sagen. Tolles Lob an den Förderverein hier, Flaggenmast Duisburg-Ruhrort. Super gemacht und hoffentlich bleibt uns dieser Flaggenmast noch in den nächsten Jahren weiter erhalten. Man kann auch spenden, damit diese Tradition weiterhin fortgesetzt wird. Und jetzt stehen wir hier mitten im Kindertrödel und die Kinder dürfen auf ihren Decken wieder kostenlos trödeln. Aber darüber hinaus gibt es ja hier in Ruhrort auch noch was ganz Besonderes. Es gibt auch noch einen Künstlermarkt. Ja, der Künstlermarkt, der befindet sich hinten in der Spitze. Da haben wir extra eine Künstlerwiese eingerichtet. Die machen ganz, ganz tolle Sachen. Das ist sehr lohnenswert, sich nicht nur die Sachen anzugucken. Okay, man muss schon mal ein bisschen tiefer in den Geldbeutel greifen bei dem einen oder anderen Skulptur. Aber es lohnt sich. Ganz toll. Also mit anderen Worten, genügend Gründe, hierher zu kommen. Auf jeden Fall ist eine super Abwechslung hier zu Ostern und nicht nur zu Ostern. Am 17. und 18. Mai findet hier auf der Ruhrorter Mühlenweide der nächste Trödelmarkt statt. Und ja, wir freuen uns schon drauf. Dann bedanke ich mich für das Gespräch. Ich bedanke mich auch.